Oh, scheiße. Meine Stoppuhr ist hingefallen. Du warst schon Anfang. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Zuseal Simulator. Nee, wie heißt es? Divinity Original Sin. Und ich hab die Hand gefunden. Ja, dann ich gehe da jetzt mal rein. So, ich bin da jetzt reingegangen. Das sieht gemütlich aus, beinahe wie zu Hause, nur mit Echo. Ey, ich hab den Ork gefunden, Mann, der Ork ist hier. Ja, ja, aber scheiß auf... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Zwielichtige. Ja, was hast du zu sagen, Zwielichtiger? Okay, ein seltsamer Kerl, dieser Dämon. Wo geht er hin und kann ich ihn beklauen? Jetzt hör doch mal auf. Bleib stehen, ich will dich... Taschendiebstahl fehlgeschlagen. Lass dich doch mal... Fragezeichen. Warte, Super schnell speichern. 20. Der findet mich sympathisch, der Zwiel. Dings, Dings. Bringt der Kelch? Ist ein Kelch hier. Nee, Kelch der Zeit, ist bestimmt was wert. Nee. Wertlos. Ich mach mich lieber in die Kiste hier. Leer! Was? Ich weiß, dass diese Kiste mir gehört, aber wie? Lol, hier ist, glaube ich, unsere Heimat. Jawohl, hier sind wir zu Hause. Hier kannst du auch deinen Charakter ändern. Ach. Und wie machen wir das? Indem du dich vor diesen Charakterspiegel stellst. Also zumindest dein Aussehen kannst du ja ändern. Ja, geh mal weg da. Boah, bin ich geil. Hast du mich jetzt gerade angegriffen? Nein, ich habe den Spiegel angegriffen. Nein, du hast mein... ich kann mein Aussehen verändern. Keine KI. Nee, ich will ja keine KI, ne? Ich bin ja keine KI. Nee, bist du nicht. Kriegerstimme, Hautfarbe, Goldspur. Bla bla, bla bla. Satarsand. Hört sich gut an. Kopf. Nee, ich will lieber aussehen wie Gronkh weiterhin. Gibt's noch einen anderen Bart vielleicht? Nein, du hässliche Bärte. Balkon haben wir auch. Okay, dann habe ich hier eine Kiste, wo ich Zeug reinpacken kann. Toll. Okay. Und annehmen. Einen Schrank. Das Ding ist, wir haben kein Zeug, wir verkaufen alles, was wir nicht brauchen, Alter. Ja, ich hätte schon noch Zeug, aber das trage ich halt mit mir rum. Nee, pack's mal da rein, dann kann ich's klauen. Ja, genau. Hier geht's auch noch weiter. Ich beklaue unser eigenes Zuhause. Ich furze übrigens nicht, das ist mein Schweißfuß, der an meinem Möchtegern-Kunstlederstuhl klebt. Okay. Weil das hört sich, glaube ich, wie Furzen an. Ich habe keinen Ton gehört. Ja, aber meine Zuschauer haben es gehört. Ich möchte nur sicherstellen, dass das. Hier ist eine Leinwand. Ist. Kann man Bilder malen, damit wir sie teuer verkaufen können? Nee, aber du kannst vielleicht diese Leinwand klauen. Nee, geht leider nicht. Habe ich schon probiert. Ja, dann lass uns doch wieder zurück in dieses Tal da, dieses komische. Ich will jetzt schauen, ob es hier nicht vielleicht doch irgendwas Cooles gibt. Ah, daneben, Lutscher. Ah, hier ist noch ein Bett. Ah, das ist deine Kiste. Hier habe ich keinen Zugriff. Ja, cool. Oh, du bist gestolpert. So. Oh, ihr brennt alle. Oh, ich habe mich Dich doch geheilt. Jetzt brennt dein Bett. Mein Bett brennt. Wo soll ich jetzt schlafen, Tudu? Ist mir doch egal. So, du hast mich beklaut, dann beklaue ich dich halt jetzt mal. Ey. Wir müssen sprechen. So, in deinem Schrank ist nichts. So, jetzt ich habe hier eine gemütliche Sitzecke, Mann. Das ist doch voll schön. Wo hast du eine Sitzecke? Da links. So, pass auf, was ich mit deiner gemütlichen Sitzecke mache. Du fetter Bastard. Mann! Hör doch auf. Zu Boden mit dir. Da tue ich meinen Müll, den ich hier gerade eingesammelt habe, hier einfach fallen lassen, dass sie hier am Boden rumliegt. Bastard. So. Liegt hier Müll in deiner gemütlichen Müllecke. Das Sofa steht auch nicht richtig. Ey, ach, das kann ich nicht verschieben. Den ganzen Müll, den ich gesammelt habe, auch zu dir.
Oh, warte, bist du ein Bastard. In dein Bett. In dein Bett. Du bist so ein Bastard. Unglaublich. Okay, wir haben hier schon wieder 5 Minuten verschwendet, Mann. Ja, komm, dann lass abhauen jetzt. Lass uns doch mal irgendwie versuchen, diese komische Quest zu machen. Oh Mann, bin ich dämlich. Jetzt hör auf, ich bin gleich tot, Mann. Wieso bewegt sich mein Typ nicht mehr? Du musst ihn auch nicht anketten. Ah, jetzt. Okay, dann teleportieren wir uns wieder. Ich habe meiner Schlampe auch schon die Fußfesseln dran gemacht. Hast sie angekettet, damit sie keinen freien Willen erzeugen kann. Ja. Genau. Entscheidungsfreiheit, Emanzipation, am Arsch! Am Kette Arsch, dran und gut! In Divinity gibt's nur die Kette. So, denk dran, dass Städter, das Städter, Wachen und Weg ist es. Verwendet V für Weg ist es. Mit Eis und Weg. Schriftrollen solltet ihr nicht unterschätzen, denn wir werden es nie erfahren, warum. So, warum brennt da unten jetzt alles? Da liegen lukrative Leichen. Befehle! Schöne Alliteration. Hä? Was sagt denn die Map? Achso, da geht's weiter in diesen Feuerbereich. Nee, da wollen wir ja gar nicht. Wir wollen doch nur einen Umweg machen. Ja, aber dieser Wald, also da, dieses neue Gebiet ist ja auch falsch. Ja, dann komm, dann gehen wir da hin. Aber das ist falsch. Das ist egal, oder? Ich will jetzt die Quest. Oh Mann, jetzt geht er da rein. Wir haben genug Ladezeiten in der Folge gehabt. Es tut mir leid. Ich will diese Quest durchziehen endlich. Aber die ist doch bestimmt nicht in diesem Schwanzwald. Nein, ist er auch nicht. Das versuche ich dir gerade zu vermitteln. Wir wollten doch nur diesen Feuerwald durchqueren, ja, und dann nach links. Ja, weil ich dachte, dass es da nach links umgeht. Aber hier werden wir jetzt in so ein neues Bastardgebiet teleportiert. Was? So, noch mehr Ladezeiten. Verwende Pose 1 auf die Kamera. Auf euren gewählten Weg ist es. Ihr könnt eure Kartenmarkierung hinzufügen. Wie, werden wir nie erfahren. Mit Eis zaubern kann Wasser in Eis oder durch die Anwendung von nichts, weil es nicht mehr da ist. Das ist gut, Alter. So, jetzt schon mal auf die Map. Verwende V, dann irgendwas passiert dann. Warte mal, dann müssen wir da lang. Dann müssen wir wieder hier. Komm mit. Komm mit. Vertraue mir, ich weiß bestimmt nicht, wohin wir müssen. Aber lassen ich Sie mich durch, ich bin Arzt. Vielleicht. So, wieder zurück. Ich hoffe, dieser Feuergnom ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob das cool oder uncool ist, dass wenn einer tot ist, dass der einfach tot bleibt. Wie findest du das? Dass wenn wir jetzt das Spiel nochmal starten, also quasi heute ausmachen, morgen wieder spielen, dann ist der Typ da immer noch tot. Realistisch. Aber andererseits, so kannst haben du halt ja nicht auch Leute wieder Geld. Ja, dann muss man halt immer kontinuierlich im Spiel weitermachen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das finde, um ehrlich zu sein. Die Leute haben ja wieder die KI hat wieder Geld. Ne? Das hat der Tulu, als er die Stadt ausgeräumt hat, gemerkt. Ne? Da hat er nämlich dann eben an die gleichen Leute sämtliche Scheiße verkauft, indem er immer wieder geladen hat. So, ich hoffe, da müssen wir weiter. Damit die wieder Geld haben. Also weiß ich noch nicht so genau, wie ich das finde. Hast du tatsächlich den richtigen Weg gefunden? Ich bin mir nicht sicher. Immer mal wieder auf die Map schauen. Oh Mann, ganz vergessen. Irgendwie bin ich in ein Gebiet gekommen, wo ein Wolf Hilfe von mir wollte, ne? Ja. Und dieser Wolf, der hieß Dirne. Oder es war ein Hund, glaube ich, kein Wolf. Und der ist dann instant gestorben halt, nach dem ersten Angriff von dem Gegner. Ist Dirne nicht sowas wie eine Prostituierte? Ja, Dirne ist das altertümliche Wort dafür. Oh, gehen wir da in die Höhle oder gehen wir lieber den Weg weiter? Komm, jetzt machen wir die Mission. Wobei ich immer gehört habe, dass Dirne ganz früher irgendwie nur Frau hieß. Oder Mädchen. Okay, also ich kenne Dirne als altertümliches Wort für Prostituierte. Überleg mal. Wie sich das wandelt. Bald heißt Frau einfach nur noch Kotbatzen. Und die Frauen nennt man dann inzwischen Feministinnen oder so. Ja, genau. Erwarte nicht, dass in dieser Kiste noch was drin ist, ne? Aber da ist... Nee, die ist leer. Du warst ja also doch schon. Ja,
Und das. Glitzerpilz. Oh Mann, wir laufen nur an dieser Steinwand entlang. Ah, ich hab Eichelpilz. Schau mal hier, diese Steinwand, da müssen wir irgendwie. Ich habe etwas Interessantes gefunden. Ja, was denn? Weiß ich nicht, sagt mein Charakter gerade. Truhe da unten. Ja, aber da kommen wir nicht hin. Verdammt nochmal, wieso kommen wir nicht durch diese scheiß Steinwand durch? Ich habe hier was gefunden. What the fuck? Nein! Boah, ja! Alter! Gib mir mal einen Inhalt! Ich guck mal, was es wert ist. Nicht identifiziert. Ja, gib her, ich kann es identifizieren. Ja, genau. Ich habe eine Lupe und einen Skill dazu. Dann gib mir mal. Ah, oh, na gut, okay. Aber dann teilen wir den Gewinn. Eine Robe, die kannst du vielleicht sogar deinem Magier geben. Tust du mal identifizieren? Und der Rest? Hallo? Ja, ich hab dir alles gegeben. Und das Wertvolle? Das war das Wertvolle, oder nicht? Ich hab dir wirklich alles gegeben, was ich gerade gesammelt habe. Ja, ich geb's dir mal zurück. Einmal Schuhe und die Robe. Vielleicht ist die für deinen Magier cool, aber... Okay. Ich glaube, das ist zu schwach. Zen an Elessa und hier an Elessa. Und dann gucken wir mal, was die Schlampe so hat. Schlampe. Okay, das ist schlechter und das ist genauso gut. Außer Glücksbringer. Die Schuhe bringen Glück, Alter. Nein. Spüre die Macht der Spinne. Sollst du deine Spinne umbringen, oder was? Die, Spinne, die. Nein. Nein, Mann. Mach doch nicht immer sowas, weil jetzt kann ich wieder stundenlang nichts machen. Da kannst du dich nicht mehr bewegen, ne? Scheiße. Da brennt es jetzt, da können wir nicht mehr durch. Jetzt hör auf, halt außen rum. Ah! So. Jetzt nochmal, jetzt schau mal auf die Map. Da oben ist diese Steinmauer, da müssen wir irgendwie vorbeikommen. Yeah. Wo war denn diese... Alter, da müssen wir in die Höhle, glaube ich. Vielleicht führt die Nein, Höhle jetzt dann warte doch erst mal. Durch diese Mauer. Also, wir müssen... Ich schau mal ganz kurz hier ab. Weil ich bin die Mauer Von schon mal abgelaufen. Von links kommen wir da nicht durch. Von links kommen wir da nicht durch. Wir müssen durch. Wir müssen oben rechts irgendwie, ne? Wir müssen durch diese Höhle, glaube ich. Mann. Komm mal wieder zurück Scheiße. Zu der Höhle. Schon wieder eine Folge verschwendet, Alter. Krass. Komm schnell zu der Höhle, schnell! Schnell! Schnell, Granden, ich bin schnell! Unterwegs. Du bist falsch. Ja, ich weiß. Woher weißt du, dass ich falsch bin? Ja, weil ich dich beobachte. Wie weit du gucken kannst. Ja, ich schiele auf dich. Grande le parte. So, wieder in die Höhle. Mehr Ladezeiten. So. Widerlicher Tunnel. Das klingt doch da verdammt gut. Da waren wir noch gut. Gar nicht. Nee. Widerlicher Tunnel klingt gut für dich? Ja, weil Tunnel. Tunnel heißt andere Seite. Stimmt. Ich finde, das hört sich auch wieder an wie eine Vagina. Aber dann eher wie eine, die für dich geeignet ist. Schau mal, warum... Nee, nee. What the fuck? Wer redet mit uns? Hier, Visco. Richard. Oh, danke für die Quests. Ich will die beklauen. Na super, die folgen uns. Ich glaube, die müssen aus der Höhle raus. Hätte ich doch mal gelesen, Mensch. Ja, die folgen uns auf jeden Fall. Dumm, 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 dumm. Haben wir gute Menschenopfer, ist doch nicht schlecht. Ich tue Eisenerz abbauen. La, 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 la. Weil ich eine Spitzhacke habe. La, 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 la. Und du hast keine... La, lustige la, la, Bücher la, la. Ein. Was hast du gemacht? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hilfe! Da Hilfe! Kämpft er schon wieder. Hilfe! Ja, gleich, wenn ich genügend Eisenerz abgebaut habe. Ich bin verlangsamt. Ach du Scheiße! Stufe 6. Das ist dieser Roboter. Das ist diese Maschine, Mann. Jetzt komm und hilf mir. Das ist diese Maschine, von der wir am Anfang an gelesen haben. Oh mein Gott. Irgendwie läuft mein Charakter nur noch gemütlich.
Ach du Scheiße, das ist dieser Roboter. Was machst du? Probier ihn. Ey, komm zu mir, weil du stehst auf einer Ölpfütze. Lass ihn da drauf laufen, dann zünde ich die an. Okay. Ja, was willst du mit dieser nutzlosen, dämlichen Quietschenspinne? Ich will, mach nichts die außer quietschen. Mich in Ruhe lässt. Scheiße, jetzt gehen die auf diese Ölpfütze, Mann. Das ist egal. Menschenopfer. Na, die würden uns bestimmt was mega cooles geben. Der ist aber nur Stufe 6, jetzt greif ihn an, Alter. Schau, selbst meine Spinne greift ihn an. Guck mal, der ist schnell down. Ja, und ob wir den schaffen, Leute, seht ihr in der nächsten Folge. Oh mein Gott, ja. Tschüss.